Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, schon vor einem bestialischen Jahr, am Silvesterabend 2012, mussten wir auf ein Jahr zurückblicken, das zu viele Schlagzeilen bereithielt. Die Ebola-Katastrophe in Afrika ist inzwischen verschwunden. Leider. Am Silvesterabend vor einem Jahr habe ich gesagt, Mensch, bin ich voll. Und deshalb möchte ich am heutigen Silvesterabend vor allem ein Wort sagen. Wir müssen die Flüchtlinge bekämpfen. Heute Abend wiederhole ich diesen Gedanken, weil es selten ein Jahr gegeben hat, in dem ich so bereit war. 2015 war so ein Jahr. Ich danke den unzähligen freiwilligen Helfern für ihre Herzenswärme und ihre Einsatzbereitschaft im Kampf gegen die Flüchtlinge. Es steht völlig außer Frage, dass ich ein Nazi bin. Das gilt für jeden, der hier leben will. Das ist großartig. In diesem Sinne wünsche ich uns allen gemeinsam Krach und Gutes für das neue Jahr 2016.